Sebastian, Star zu Beginn dieses Abends. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Stars of Styria 2017. Ja, bereits zum 10. Mal geht quasi ein Sternenschauer über die Region hinunter, denn Stars of Styria ist wieder zu Gast. Es werden hier Lehrlinge, die ihre Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung bestanden haben, ausgezeichnet und auch jene Damen und Herren, die ihre Meister- oder Befähigungsprüfung mit großer Meisterschaft abgelegt haben. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen der Wirtschaftskammer Regionalstelle Süd zu diesem ganz, ganz besonderen Abend für ganz, ganz besondere Menschen. Warum holt man da jetzt schon zum 10. Mal heuer Lehrlinge, Ausbildner und Meister vor den Vorhang? Ja, weil es ganz einfach wichtig ist, dass man auch diese besondere Berufsgruppe, der Handwerker, der Händler und was alles gemacht wird, der Dienstleister vor dem Vorhang hält. Die Auszeichnung heute ist die Krönung für eine besondere Leistung. Hier sind sie, die Stars of Styria 2017. Alles auf und ihr Applaus. Wir fühlen uns wohl und auch die Stars fühlen sich wohl. Niemand, der Herr Vizebürgermeister, fühlt sich auch wohl, dass so viele Stars heute bei ihm sind. Ja, selbstverständlich. Herzlich willkommen. Ich darf Sie alle recht herzlich von Seiten der Gemeinde hier bei uns im Kulturhaus willkommen heißen. Wir freuen uns wirklich, dass wir schon über mehrere Jahre diese Veranstaltung hier bei uns abhalten dürfen oder auch als Gastgeber mehr oder weniger da sein dürfen für die Wirtschaftskammer und für euch. Ich bedanke mich bei allen Stars. Ich bedanke mich vor allem aber bei allen Unternehmern und Unternehmern, die unsere Stars ausbilden. Wir veranstalten ja in Graz die Euroskills in wenigen Jahren. Das sind die Europameisterschaften für die Lehrlinge. Österreich und vor allem die Steiermark schneidet immer hervorragend ab, sowohl bei den Euroskills als auch bei den Wordskills. Vielleicht ist ja heute einer unter den Stars, der 2020 dann für uns Medaillen holt. Im Prinzip funktioniert es nach wie vor. Die theoretische Ausbildung in der Schule mit einem praktischen Teil dabei und der praktische Teil in den Betrieben. Und ich würde nur wirklich abraten davon, von vielen Geistern, die immer wieder durch die Lande ziehen und sagen, das müssen wir, wenn es wenig Lehrlinge sind, müssen wir das System überhaupt umstellen. Ich kann nur warnen davor. Ich kann nur das unterstreichen, was der Hans Lampl auch gesagt hat. Also das ist ganz ein tolles System und viele, viele staunen, wie wir das schaffen und was wir da erreichen und sind eigentlich ein bisschen neidisch auf Österreich. Und in diesem Sinne kann ich nur das unterstreichen. Also wir müssen das duale Ausbildungssystem wirklich stärken. Es ist die Basis für die regionale Wertschöpfung. Es ist die Basis für die Gemeinden. Und da danke ich auch der Wirtschaftskammer, dass sie eben so dahinter steht und dass wir das einfach erfolgreich weiterführen. Es hat für unsere Regionalstelle natürlich einen großen Stellenwert, weil wir damit deutlich machen, dass wir mit dieser Auszeichnung, die am heutigen Abend vergeben wird, das ein bisschen belohnen wollen, das hervorheben wollen, wie stark eigentlich und wie wichtig die Ausbildung ist. Wir haben jetzt da gerade 20 junge angehende Meister in unserem Unternehmertraining und das ist die Vorstufe für diese Auszeichnung von heute. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir das wieder zusammengebracht haben, das Unternehmertraining in Leibniz. Und wie ich sehe, sind die jungen Damen und Herren voll motiviert und ich weiß, dass das ein guter Nachwuchs sein wird. Also von der Lehre zum Meister, zum Unternehmer, das ist ein durchgängiges, erfolgreiches Projekt. Die Jugend kommt mit einem Lehrberuf, abgeschlossen die meisten, und wir bieten ihnen die Möglichkeit, einerseits auf dem erlernten Beruf aufzubauen und andererseits etwas ganz, ganz anderes zu lernen. So zum Beispiel mein Bruder, der hat Koch kennengelernt und danach sind wir jetzt Unteroffizier. Wir haben weniger Arbeitslose, aber Nachfrage und Bedarf passt nicht immer zusammen. Und die Guten, unter Anführungszeichen, die wirklich fähig sind, die sind auch sehr schnell weg. Das heißt, übrig bleiben dann Menschen mit Problemen, in jeglicher Hinsicht, Krankheit, was auch immer. Und da ist halt ein bisschen was zu tun, bevor dann wirklich der erste Arbeitsmarkt ruft. Im ersten Durchgang, meine sehr verehrten Damen und Herren, eher wie jene Damen und Herren, die ihre Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung bestanden haben. Das ist so im Schnitt eine von neunen.
Das heißt, das sind die Besten der Besten, die heute hier auf die Bühne kommen. Der erste Star heißt Patrick Bresnik. Bei der Hartkamp GmbH. Schon irgendwas geplant? Ja, ich werde einmal zwei Weilen aus in Österreich bleiben. Dann mal weiter, Familienkurs, vielleicht Diplom-Familienkurs. Und dann mal so eine Homepage schaffen in Österreich. Ist ja doch nicht so schlecht, die Gastronomie da gewesen. Und dann geht es vielleicht mal aus in die Welt. Applaus für Julia Reinprecht und Laura Möller. Herzlich willkommen. In vielen anderen Regionen haben wir schon sehr viele Stars aus dem Hause Modehaus Roth auszeichnen dürfen. Zum ersten Mal jetzt hier bei uns in der Region Süd. Und Manuel Sauer, meine Herren, herzlich willkommen. Ist das ein reiner Zufall? Sauer? Nein, das sind Zwillinge. Okay, so wie dem und jetzt keiner kriegt. Wer ist der Ältere? Rechts am Niedermarkt. Der Klammer ist der Ältere. Selbst den gleichen Beruf erlernt. Das heißt, ihr matcht euch ja gegenseitig. Ihr seid beide Stars aus Styria. Wer wird jetzt vor euch oder der erste von euch beiden, was mit viel Gebietsleiter, Hofer, Österreich-Chef? Das stellt man nicht her. Wir sind beide zwar schon gefördert worden, aber ja, schauen wir es auch gleich. Das ganz Entscheidende, wenn man heute liest und hört davon, dass der Facharbeitermangel da ist, der kann nur bekämpft werden, indem wir Lehrlinge und Leute ausbilden. Einzelhandelskauffrau Star of Styria, auch wenn es schon Herbst ist, kommt jetzt Nadine Sommer. Herzlich willkommen. Filialleiterin und dann Filialinspektorin oder wie weit soll es, könnte es vielleicht nach oben gehen? Ja, es kann bestimmt nach oben gehen, es gibt genug Möglichkeiten, aber ich bleibe jetzt einmal da, bis ich wirklich vielleicht an dem Punkt bin, sage ich, jetzt mache ich das, aber da war sagt mir, wo ich jetzt bin. Bravo, alles Gute, aber wenn es dann soweit ist, dann starten wir noch weiter durch. Ihnen beiden alles Gute, Dankeschön. Die Lehre sollte einen höheren Stellenwert bekommen gegenüber zum Beispiel der Schule. Wir sind ja direkte Konkurrenten, wenn man das so will. Aber es können nicht alle Schule gehen und genauso können nicht alle die Lehre machen, sondern das muss ein ausgewogenes Niveau sein. Im Augenblick überwiegt die eine Seite leider. So, wir kommen zu einem Maurer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich. Der Mann hat gelernt bei der Ingenieur Röckges MBH. Applaus für Star-Serie Dominik Kovac. Ja, 2017. Machen wir das weiter, weil schon im Hinterkopf versucht, nur ein Star bin ich, jetzt mache ich weiter. Naja, mal schauen. Jetzt mal nachbleiben und schauen, wie es weitergeht. Den finalen Durchgang zu jenen, Damen und Herren, die schon einen ganz, ganz nächsten starken beruflichen Schritt gemacht haben in ihrer Karriere. Eine Meister- und oder Befähigungsprüfung. Und ich freue mich, jetzt gleich zu Beginn begrüßen zu dürfen, meine junge Dame. Ihr Beruf? Ganz hochoffiziell heißt es Kosmetik, eingeschränkt auf Tätowieren. Applaus bis nach Syria, Karina Gosnatsch. Karina Gosnatsch. Also ich bin in Bad Schlanzberg bei der Tattoo Monika angestellt und ich werde mich freuen, wenn es alle kriegt. Wir kommen zu einer Friseurin und der Rückenmacherin Klammer-Stylistin. Applaus für Gabriele Freistetter. Klammer-Stylistin, so heißt ganz hochoffiziell. Ich finde mich im Schwarzer auf dem WKO und Termine sind. Jetzt in einem Schlussapplaus von Ihnen. Sind wir schon im einstelligen Applausanzahlsbereich? Das heißt, Sie müssen jetzt tatsächlich die allerletzten Energiereserve. Ja, Energiereserven. Eingezählt, ne? Im Kundendienst
und wenn es Probleme bei Audi VWR sehr gern zur Verfügung. Ich darf Ihnen vorstellen, den nächsten Star of Styria, Herrn Diplom-Ingenieur Wolfgang Haselbacher. Haselbacher Haustechnik, Haselbacher Nahwärme, Haselbacher Ingenieurbüro. Haselbacher International Intel Match. Ganz, ganz tolles Unternehmen. Ihr habt immer so viel vor, Nahwärme und so weiter. Gibt es nähere nächste Projekte bei euch, Schüler? Jetzt in Bezug auf Nahwärme wird der derzeitige Standort einmal ausgebaut und gefestigt. Alles, alles Gute, ganz tolles Unternehmen. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Geht es jetzt um das Unica-Gewinnspiel. Lieber Gilbert Kropf, liebe Ulrike Staudinger, ich darf euch beide jetzt zu mir auf die Bühne bitten. Heute gibt es zu gewinnen einen Unica Vital Coach Gutschein. Das ist ein persönlicher Fitnesstrainer, der macht alles rund ums Thema Gesundheit, mentale Fitness, Ausdauertraining, was immer Sie möchten. Und, jetzt kommen wir ein bisschen vor wie der Peter Rapp eigentlich. Jetzt kommt noch die junge Notarin, der kommt bei mir nicht. Der alte Thomas Fischer steht unten. Und gewonnen hat Senekovic Marielle. Die Riesenkonstruktion setzt hier auf die Bühne. Den schönen Park von dir, nicht Motorikpark, das ist ja durchaus vital. Marielle, wir dürfen gratulieren. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Dankeschön.